Herzlich willkommen zum Spartan Race 2023 in der Region Zell am Seekerbrunn im Salzburger Land. Spartan Race, das ist auf der einen Seite Spaß, Action, Herausforderung, es ist viel Schlamm dabei und vor allem Teamgeist. Auf der anderen Seite sind OCR-Läufe, Obstacle Course Racing, Extremhindernisläufe, auf dem Weg dazu, als olympische Disziplin anerkannt zu werden. Zahlreiche Profis begleiten wir jetzt über die Beast-Distanz. Das sind 27 Kilometer, 30 Hindernisse, zweimal rauf auf den Berg und wieder runter. Und das in einer Zeit, in der Straßenläufer die Distanz normalerweise auf der Geraden nicht in den Asphalt bekommen. Wir begleiten aber auch einen Mann, der schon vor einem Jahr den 4500 Athletinnen und Athleten das Staunen gelehrt hat. Ich bin sehr aufgeregt und glücklich, wieder in Kaprun zu sein. Letztes Mal habe ich auch den Beast-Bewerb gemacht. Es hat 10 Stunden gedauert. Diesmal möchte ich unter 9 Stunden bleiben. Letztes Mal habe ich beim allerletzten Hindernis ausgelassen. Dieses Mal möchte ich es ohne Fehler schaffen. Keine Burpees, das ist das Ziel. Burpees, das ist eine Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung. 30 gibt es als Strafe, wenn man ein Hindernis nicht schafft. Und was das letzte Hindernis angeht, das ist diesmal sehr böse. Sehr lang, sicher nach 22 Kilometern mit mehr als 2000 Höhenmeter ist das sicherlich eine schöne Herausforderung noch zum Schluss. Also ich denke einmal, die lange Bergauftour ist schon eine Herausforderung. Und andererseits das neue Hindernis, das also kurz vorm Ziel steht, das lange Hangelhindernis, könnte noch eine gute Herausforderung werden. Aber schauen wir mal, kann nur gut werden. Es sind sehr viele Höhenmeter. Also wir rennen, es geht vom Start direkt bergauf, extrem viele Höhenmeter. Dann geht es extrem steil wieder runter. Dann sind ein paar Hindernisse, dann geht es wieder extrem steil auf. Dann geht es wieder runter. Dann kommt ein Schlüsselstöhe, und zwar ein doppeltes Sandback. Das mit 1800 Höhenmeter in die Fiers, das ist schon sehr. Und dann nochmal da Zügelende und einige Hindernisse und dann das Multi-Week. Naja, wir haben sich gedacht, das Spartan Race ist eh schon langweilig genug für die meisten. Jetzt müssen wir es ein bisschen härter machen. Jetzt haben wir direkt hinter uns das Multi-Week und die Monkey Bars quasi verbunden zu einem Hindernis, damit wir es ein bisschen schwieriger machen. Vor allem vom Ziel macht es sicher Sinn, dass noch die Action reinkommt und die Spannung. Bevor der Sprung über das Feuer das Ziel markiert, geht es noch einmal zurück an den Start. Die Profis starten vorneweg. Das ist Startnummer 1996, Michael Sauer, René Kreuning aus Kärnten. Vor allem bei den kurzen Distanzen hat er schon aufgezeigt. Winter Spartan Race zum Beispiel. Wunderschöne Kulisse mit dem Kitzsteinhorn im Hintergrund und gleich geht die Reise los. Und ziemlich sicher jagen alle diesen Mann hier, Luca Pescoldrung aus Italien, amtierender Europameister der Spartaner. Nach dem Start geht's für die Profis und nachher dann natürlich auch für die Hobbyathleten ins Schlammbad. Und da kann schon mal vorkommen, dass man gleich beim ersten Hindernis Zeit liegen lässt, beziehungsweise was anderes. Patrick Pitzel ist das hier, der sucht seinen Schuh. Da hat er ihn gefunden. Jetzt schauen wir zum Frauenrennen. Sabine Sonnleitner, das ist Lena Weller aus Deutschland, auch eine starke Spartanerin. 2023 fast nur Stockerplätze, St. Pölten, zweimal erster Platz. Seine harte Gegnerin für Stefanie Habeler aus Niederösterreich. Zweite ist in St. Pölten geworden, zweite vor einem Jahr hier in Zell am See. Und sie hat vor einer Woche vor dem Spartan Race noch beim Frauenlauf in St. Pölten die Bestzeit hingelegt. Rein geht's ins Schlammloch, diesmal ohne Schuhverlust. Und auch für die Frauen geht's auf die 27 Kilometer. Dahinter geht's gleich los mit den Wellenstarts. Alle 15 Minuten werden hunderte Spartanerinnen und Spartaner auf die Strecke geschickt. Und schon das Aufwärmen ist spektakulär. Und zurück! Bleiben da! In die Knie hinunter! 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 Hüpfen! Hoch! Wir schauen rauf auf den Maiskogel. Viele Hangelhindernisse gibt es dort. Sehr zum Vorteil von Gerechtschisch Sold, Inverted Wall, Olympus,
der Bänder, alles mit Arm- und Schulterkraft. Beim Gehen ist er natürlich im Nachteil, es hat aber auch Vorteile. Hier haben sich die Profis davor keine Zeit genommen. Das ist die Glocke des Twisters. Sie muss läuten, dann ist das Hindernis geschafft. Schon 4 Kilometer stehen auf der GPS-Uhr. Als erster taucht Luca Preskollerung auf, mit ihm Jakob Koller aus der Tschechischen Republik und Christian Röttger aus Deutschland. 3 Männer, 3 unterschiedliche Methoden, hier drüber zu kommen. Zwei Frauen beim Stairway to Sparta. Stefanie Habeler sehen wir hier. Stairway to Sparta ist insgesamt das 7. Hindernis auf der Strecke und wir schauen jetzt bergauf. Da ist ihre Konkurrentin Lena Weller. Macht das, was sie schon bei vielen anderen Gelegenheiten gemacht hat, in denen die beiden aufeinander getroffen sind. Sie gibt das Tempo vor. Und hier sind auch schon die ersten Hobbyathleten beim Bänder. Perfektes Wetter beim Spartan Race 2023 in Zell am Seckerbrunn. Es ist vom Wetter her zumindest eine Premiere, aber die Idylle trügt. Es ist schon ziemlich anstrengend. Also es ist wirklich mit Abstand, glaube ich, eine der härtesten Strecken. Es ist also für jedermann wirklich was dabei. Es ist für die Profis was dabei, aber auch für den breiten Sport. Weil gerade in der Gruppe ist es umso schöner, wenn man große Herausforderungen überwindet. Und ich glaube, deswegen ist es auch das perfekte Gruppenevent und auch das, ja, für jedermann geeignet. Also jeder ist willkommen. Wir freuen sich auch über das super Wetter dieses Mal. Wir sind happy. René Gröning gerade an 5. Position. Und Stefanie Habeler hat auf den letzten Höhenmetern Gas gegeben. Vor dem Twister holt sie noch Lena Weller ein. Und ausgerutscht. Diesmal gibt es keine Burpees als unter Anführungszeichen Strafe, sondern eine extra Runde mit Ketten über den Schultern, wenn das Hindernis nicht geschafft wurde. Lena Weller hat es aber überwunden und damit hat sie zum einen einen zeitlichen und wahrscheinlich auch energietechnisch einen Vorsprung gegenüber ihrer österreichischen Konkurrentin. Hier sind wir beim Ape-Hänger und von dort geht es dann im Flug 1000 Höhenmeter bergab zum Klammsee. Wenn ein See so wunderschön smaragdgrün in der Gletscherlandschaft leuchtet, dann ist er meistens saukalt. Jakob Kohler und René Gröning, denen bleibt hier der Atem weg. 6 Grad hat das Wasser. Voriges Jahr wurde noch durch den Klammsee geschwommen. Heuer hat die Wasserrettung gesagt, aus Sicherheitsgründen darf nur im knietiefen Wasser gelaufen werden. Luca Preskollerung trocknet schon wieder auf. Tyrolean Traverse heißt das Hindernis. Michael Sauer beim Atlas Carry, eine Betonkugel einmal hin und retour tragen, auf Knie und Zehen aufpassen und der Abstecher 1000 Höhenmeter runter und dann wieder rauf, hat sich schon ausgezahlt. An 5. Position ist er. Für die Profifrauen gibt es leichtere Kugeln, Lena Weller. 2 Minuten ist sie vor Stefanie Habeler. Gereschtes Solt ist ungefähr zur selben Zeit bei den Hindernissen am Maiskugel. Twister, Ape-Hänger und dann der lange Abstieg runter zum See. Wirklich Respekt. Sein Ziel unter 9 Stunden bleiben. Und im Moment ist der Weg dorthin gut. Kein Fehler bis jetzt. 2,5 Stunden ist er schon auf Krücken unterwegs. Das schafft Energie. In der Zwischenzeit einmal zurück zum Start. Dort wird fleißig aufgewärmt. Sonnenschein, blauer Himmel, 20 bis 28 Grad entlang der Rennstrecke. Es ist super für den Sommer. Es geht hier in Kaprun aber auch anders. Im Idealfall haben wir im Winter Schnee. Also jeder, der was auch im Winter schon sich vorbereiten will für die Saison, wir haben auch das Winterrennen. Winterrennen in dem Sinne sehr gut. Nächstes Jahr haben wir endlich die Europameisterschaft, denn
Zell am See, Kaprun. Und da kann man sich vorbereiten. Winterrennen im Jänner, EM, Europameisterschaft in Zell am See, Kaprun im September zur gleichen Zeit wie heuer. So, jetzt aber genug vom Schnee. Wir sehen uns Sonne und Bergpanorama an. 1000 Höhenmeter vom Klammsee nach oben. Dort ist die Drei-Wallner Höhe und auf dem Weg dorthin ist derzeit der zweitplatzierte Jakob Kohler. Vorne der Italiener Luca Prescolderung. Hinten sehen wir die Umlaufgondelbahn, die Kaprun direkt mit dem Kitzsteinhorn verbindet. Und links unser, nennen wir es mal Streckenposten, der hier wahrscheinlich erzählt, der Luca war jetzt schon vor 7 Minuten hier. Der höchste Punkt der Spartan-Biest-Strecke, die Glocke auf der Drei-Wallner Höhe. Ab hier geht's jetzt nur noch bergab. Aber leicht ist es nicht über Stock und Stein und es warten ja noch einige Hindernisse auf die Athletinnen und Athleten. Manche sagen, die Läufer, die kuppeln hier aus, die lassen es einfach laufen. Da tun sich unsere Kameraläufer auch schon schwer, dran zu bleiben. Wir versuchen es auf jeden Fall und gleich sehen wir auch eines der schwersten Hindernisse. Es braucht nicht viel Kraft, es braucht nicht viel Mut. Es ist eigentlich so eine 50-50-Chance. Der Speerwurf. Hier sind schon Rennen entschieden worden. Luca Prescolderung, er konzentriert sich. Er hat Zeit, 8 Minuten sein Vorsprung. Und Treffer. Jetzt kommen schon die nächsten, Jakob Kohler und Christian Röttger. Da muss man auch schauen, dass der Puls runtergeht, dass man sich hier wirklich konzentriert. Kohler schafft's. Röttger leider nicht. Das heißt, Strafburpees für ihn. Und das eröffnet eine Chance für einen Österreicher, der den beiden knapp auf den Fersen war. René Gräuning. Auch für ihn. Konzentration. Ein Treffer und er wäre vorläufig zumindest auf Stockerlkurs. Jawohl, da sitzt keine Burpees. Für ihn geht es jetzt weiter bergab Richtung Ziel. So sieht übrigens der Lock-Carrier aus. Bei den meisten Spartanrennen geht es auf der Geraden eine Runde mit dem Rundholz auf der Schulter. Hier kommen noch einmal rund 100 Höhenmeter bergauf und bergab dazu. Beim Speerwurf hat schon einige erwischt und hier gibt es eine Überraschung. Stefanie Habeler hat auf der langen Bergab- und Bergaufstrecke die Führung übernommen, kommt zum Lock-Carry. Und jetzt Steffi Habeler aus Niederösterreich zum Speerwurf. 4 Minuten Vorsprung hat sie. Wenn sie nicht trifft, geht es nicht um die 4 Minuten, aber es geht um die Kraft, die dann vielleicht doch noch vor dem Ziel irgendwann einmal ausgeht. Ja, das war leider nichts. Burpees für Stefanie Habeler. Lena Weller, die Deutsche, die bleibt ruhig, zwar mit Rückstand, aber Treffer, die Burpees, erspart sie sich hier an dieser Stelle. Der Berg wird immer voller und wenn man es auch nicht so sieht, es verteilen sich doch die paar tausend Spartanerinnen und Spartaner auf 27 Kilometer auf die Strecke. Einige Teams sind mit dabei, die alles gemeinsam machen. Einige, die sich ordentlich was vorgenommen haben und einer, der wirklich Übermenschliches leistet. Kereshches Sold beim Balance Walk, beim Lock Carry. Sandbag Carry. Hier die 50-50 Chance und auch das hat er im Griff. Wir begleiten ihn dann auf seinen letzten paar Metern ins Ziel. Jetzt verfolgen wir die Profis. Prescolderung, der erste bei der 7-Feet-Wall. Ab hier gibt es nur noch knapp 4 Kilometer bis ins Ziel. 7 Minuten sind Vorsprung.
und dahinter, da könnte sich eine Chance für Gröning auftun. Der zweitplatzierte Kohler ist nur noch knapp vor ihm. Wir werden sehen, in welcher Reihenfolge sie ins Festival kommen. Als erster auf jeden Fall, und das war kein Zweifel mehr, Luca Preskolderung. Da ist er jetzt im Festivalgelände über dem A-Frame drüber und da sieht man auch diese Art und Weise, wie sich die Profis hier runterstürzen. Jetzt kommen sie zum zweiten Speerwurf im Festivalgelände. Wieder die 50-50-Chance. Burpees oder nicht, zeitlich würde es sich ausgehen. Er bleibt stecken, aber fällt dann runter. Das heißt, noch knapp vor dem Ziel, 30 Burpee für Beskolderung. Tut natürlich weh jetzt nach 27 Kilometern. Aber auch die sind dann nach ein paar Minuten geschafft. Beskolderung, auf geht's zum letzten großen Hindernis. Das ist das, wo die Profis gleich am Anfang des Rennens gesagt haben, da sind zwei Hindernisse eigentlich miteinander verbunden. Man darf als Profi bei dem Netz, das man hier dazwischen sieht, nicht runtergehen. Das sind die Monkey Bars. Und dann geht's rüber zum Multi-Rig mit den Ringen und den horizontalen Eisenstangen. Das aber geschafft. Die letzten Kräfte noch mobilisiert und hier ist der Sieger des Spartan Race Zell am See Kaprun, Luca Beskolderung aus Italien. Aus Italien, Italy! Also das Rennen war fantastisch, super, super Organisation und wirklich zachs Rennen. Also mit mehr als 2000 Höhenmeter hat man schon gewusst, dass es ein langes Rennen wird. Leider zuletzt habe ich noch ins Bier nicht getroffen und dann habe ich 30 Burpees machen, kurz vor den letzten Multiring, das lange Hindernis. Und deswegen ist es schon richtig nochmal zart gewesen, aber ja, für die Show glaube ich, ist es auch gut gewesen. Und das ist schon geil. Da so viele Leute, super Organisation, ist wirklich ein geiles Rennen, ein geiles Event und Chapeau. Nächstes Jahr freue ich mich schon auf die Europameisterschaft. Das härteste war, bergauf zu laufen, da habe ich einfach Energie gespart. Das Wetter war für mich heute einfach zu heiß, da hätte ich wahrscheinlich mehr schaffen können. Platz 3 geht an Österreich, René Gröning aus Villach. Im Endeffekt dann doch deutlich die Bronzemedaille mit rund 8 Minuten Rückstand, aber glücklich ist er. Also persönlich habe ich es mir, glaube ich, ganz gut eingeteilt. Ich habe den ersten Hügel, den leider mal laufen lassen, war auf Platz 6, Platz 7. Und am zweiten Hügel habe ich dann geschaut, dass ich andrucke, habe die Plätze wieder gut machen können und bis auf die letzten Meter die Kraft gut eingeteilt, dass ich zum Glück nicht runterfalle. Also ich hätte gesagt, ja, am letzten, da bleiben die Hände oben hängen und ich liege unten, aber loslassen tue ich sicher nicht. Also direkter Stärke ist mein Kopf. Also ich kann den Kopf abschalten, egal ob bergauf, bergab. Ich ignoriere die Hitze, ignoriere die Kälte. Im Ziel kommt dann alles, aber bis zum Ziel Kopf aus und Gas geben. Ja, dann geben wir mal Gas bei den Frauen. Stefanie Habeler, der Vorsprung wächst zu Lena Weller. 7-Feet-Wall, fertig. Und jetzt ist es für sie eigentlich nur noch ein Nachhausebringen des ersten Platzes. Es hat eigentlich gut begonnen für mich. Ich habe der Lena hinten dranbleiben können. Die Lena ist dann beim Balancebeam runtergefallen und da habe ich vorbeigekommen. Sie hat mich dann natürlich gleich wieder gehabt. Bei der Slackline ist sie dann ein zweites Mal wieder runtergefallen. Habe ich geschafft und die Führung habe ich dann behalten können bis am Schluss. Ja, Stimmung super, aber eigentlich mag ich das gar nicht, wenn ich so im Mittelpunkt stehe. Aber ich habe es versucht zum Ausblenden, mich auf mich konzentrieren und ja. Was ist der Ausblick für 23? Gibt es noch ein großes Ziel für heuer? Ja, die European Championship, ja. Die Motivation ist hoch, aber ja, da kommen stärkere Frauen. In der Vergangenheit war sie schneller als Stefanie Habeler, in Zukunft vielleicht auch, aber heute heißt es Platz 2 für Lena Weller aus Deutschland. Die Tour nach oben war schon sehr lange, also wir sind mehr raufgelaufen als runtergefühlt, aber ja, alles gegeben, es hat trotzdem viel Spaß gemacht und endlich waren mal wieder ein paar Burpees dabei. Habe ich mir natürlich auch direkt zweimal welche gegönnt.
lange vermisst. Ja, es hat Spaß gemacht, es war eine echte Herausforderung und ja, schöner Racekurs, hat mir Spaß gemacht. Lässt ihn den Vortritt dann mitziehen. Ganz entspannt, ganz in Ruhe. Platz 3 geht an Ungarn, Agnes Gomori. Die läuft ein wenig in einer anderen Liga, 25 Minuten Rückstand auf Weller. Das Profirennen ist vorbei, zumindest über die Beast-Distanz. Einige Spartaner starten dann noch über Sprint und Super und machen das Trifecta-Wochenende komplett. Doch auch wenn sich die Rennzeit langsam Richtung 8 Stunden bewegt, die Sportfans entlang der Strecke warten auf diesen Herrn aus Ungarn. Kerests Zsolt. It was tough, it was exciting. Es war sehr hart, es war sehr aufregend. Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt. Nach dem Gipfel oben habe ich gesehen, dass sich 9 Stunden ausgehen können. Luckily it was like 8 hours 59 minutes. 8:59 jetzt meine Zielzeit. Das ist ein bisschen an der Grenze, aber wir haben es geschafft. It was good. Ich war glücklich, dass ich beide Speerwürfe geschafft habe. Nachdem ich den Speerwurf im Ziel geschafft habe, habe ich gewusst, das geht sich aus. Ich werde auch den letzten Griff am Multi-Rig nicht vermasseln. Letztes Jahr habe ich genau hier meinen einzigen Fehler gemacht. Es war definitiv ein emotionales Finish für mich. Die meisten sagen, ich bin verrückt. Die haben wohl recht. Ich liebe Spartan Race hier in Österreich und ich werde sicher wiederkommen. Bevor ich mein Bein verloren habe, habe ich überhaupt keinen Sport gemacht. Ein bisschen Radfahren, ein bisschen Laufen vielleicht. Cycling sometimes, I was running sometimes, but nothing dedicated. I wasn't dedicated at all. Since then, since I did my very first Spartan Race back in 2018. Seit ich 2018 mein erstes Spartan Race gefinisht habe, bin ich in den Sport verliebt. Wenn ich das kann, dann können es andere auch. Da gibt es keine Ausrede. And we can't have excuses. No excuse. So my question is, what is your excuse? Das war das Spartan Race Zell am See Kaprun 2023. 3 Tage inklusive Kinderrennen und 3 unterschiedlichen Distanzen. Im Jänner wird im Schnee gelaufen und kommendes Jahr findet die Spartan Race Europameisterschaft genau hier statt. Hoffentlich wieder bei Sonnenschein. Und das sind die Eindrücke. Manchmal ein bisschen schmutzig, manchmal auf jeden Fall voller Emotionen vom Spartan Race 2023.